Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse, und ich bringe euch jetzt mal den kleinen Zauberer-Guide bzw. den Auszug, wie ihr denn den 45er Solo Rift für die Season-Reise mit den Zauberer schafft. Ihr wisst ja, das ist die Aufgabe bzw. die Errungenschaft, wo ihr ohne Setteile spielen müsst. Ohne Setteile bedeutet auch ohne die Ringe, sprich ohne ein grünes Item. Sobald ihr ein grünes Item anhabt, schlägt das Ganze fehl und dann wird das schon relativ knifflig, denn eine Rift-Stufe 45 entspricht genau Qual 10. Das bedeutet also, ihr spielt praktisch einen Qual 10 Rift ohne Setteile, ohne irgendwelche externen Damage-Boosts, und da benötigt ihr natürlich sehr, sehr spezielle Items. Im Hintergrund zeige ich euch jetzt gerade noch, wie ich durch den Rift so laufe. Also ich versuche immer so viele Mobs wie nur möglich zu pullen. Danach machen wir noch schnell den Kampf gegen den Rift Guardian. Der war schon relativ speziell, denn ich habe so mitunter den schlechtesten Rift Guardian überhaupt gezogen. Denn dieses kleine Frostmonster CC't euch ja immer kurzzeitig, was natürlich ein erheblicher Nachteil ist und euch einiges an Zeit kostet. Und danach sehen wir uns dann gleich die Skills, die Talente an. Da gebe ich auch ein paar Alternativen an und so weiter. Aber hier seht ihr eben bei dem Boss, was ganz wichtig ist, in der Puffleiste seht ihr den Zusammenkunft der Elemente-Ring, wie dieser sich so schön dreht. Und jedes Mal, wenn der auf Feuer switcht, solltet ihr idealerweise nicht CC sein und all eure Skills raushauen, denn ihr macht hier reinen Feuerschaden. Und da ist es eben wichtig, wenn hier der Feuerbuff kommt, wenn ihr nochmal 200% mehr Feuerschaden macht durch den Ring, alles rauszuhauen, denn dann ist auch der Rift Guardian fast kein Problem. Also ich habe knapp, glaube ich, über eine Minute für den Guardian gebraucht. Also ihr solltet schon schauen, dass ihr ein bisschen Zeit hinten habt für den Guardian, denn der braucht ein bisschen, und danach habt ihr es dann endlich geschafft und eure Season-Reise verdient abgeschlossen. Und nach dem doch relativ knappen Rift schauen wir uns jetzt mal die Items an und genauer gesagt natürlich auch die diversen Skills, die ihr mithaben solltet. Abhängig davon, welchen Rift ihr habt, kann es natürlich sein, dass ihr vielleicht 2, 3 versuchen müsst. Wie ihr gesehen habt, hatte ich einen relativ schlechten Guardian. Das ist natürlich alles ein Nachteil und kann natürlich dazu führen, dass ihr den Rift vielleicht nicht schafft. Ansonsten, was hier immer primär wichtig sind einmal die Meteorstiefel. Wie ihr seht, war Meteor eine unserer Haupt-Damage-Quellen. Das ist eben eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ihr hier welche Meteorstiefel habt, um hier den Schaden zu erhöhen. Und das zweite ganz wichtige ist die Kombination mit dieser Offhand, also mit dieser Quelle in Konstellation mit dem Mantel des Kanalisierens. Wie ihr bei der Quelle seht, eure Fertigkeiten Arkan, Food, Desintegration und Froststahl lösen jede Sekunde einen weiteren Schaden verursachenden Arkan-Verbraucher aus. Deswegen haben wir hier auch unsere Clan-Food drin. Das bedeutet, wenn wir die casten, kommen automatisch unsere Meteore dazu. Das bedeutet also, wir müssen die Meteore theoretisch gesehen gar nicht casten, sondern können die super günstig über dieses Talent einfach herbeirufen. Wie ihr seht, bleibt unsere Clan-Power relativ weit oben und damit bleibt natürlich auch unser Schutz ab und unsere Zähigkeit. Zusätzlich dazu hier nochmal die Kuppel. Extra mit der Krone des Primus, damit alle Effekte der Kuppel, alle Effekte von Zeitverlangsamen aktiv sind, also alle Runen. Das bedeutet, ihr habt es gesehen, wir setzen einfach die Kuppel, schauen, dass so viele Leute wie reinkommen, so viele Leute wie nur möglich reinkommen und beginnen dann mit den Spammen von unseren Meteoren, genauer gesagt durch Spammen von Arkanflut. Des Weiteren hängt jetzt aber davon ab, ob ihr ihn habt oder nicht, nutzt ihr natürlich den Zauberstab von Wu. Den suchen auch sehr, sehr viele. Der wird doch für den Fleischbild des Zauberers benötigt. Und jedes Mal, wenn es dann Explosionen gibt, könnt ihr damit zusätzlich weitere Zähigkeit heranholen. Wir haben die typische Auswahl, also eine Zusammenkunft der Elemente in Kombination mit dem Halo-Ring. Den Halo-Ring, der ist ganz, ganz wichtig, denn durch Kristallisieren habt ihr nochmal enorm viel Zähigkeit. Wenn euch hier irgendwelche Gegner erwischen, werden diese kurz eingefroren. Und ansonsten hier vielleicht noch die Schützer, um eben nochmal mehr Zähigkeit rauszuziehen. Wie ihr gesehen habt, sind wir im gesamten Rift nicht einmal richtig gedroppt oder geschweige denn unser Passiv wäre aktiv gewesen. Also da habt ihr hier von der Zähigkeit her überhaupt kein Problem. Das geht ganz, ganz locker runterspielen. Ansonsten hier noch vielleicht die Magierfaust, also alles rein, was irgendwie Feuerdamage pusht, denn ihr macht hier primär nur Feuerdamage-Schaden, wenn man mal einen Blick in den Würfel werfen. Wir nutzen eine Einheit, wird damit über unseren Begleiter nochmal 50% Schaden abgeleitet. Also da sind wir schon sehr, sehr gut dabei. Da kann uns im 45er Rift gar nichts passieren. Die Brustplatte für nochmal 50% mehr Zähigkeit und dann die Kugel der unergründlichen Tiefe.
einfach um hier bei der Explosion das Ganze nochmal hochzustacken und uns über diese Kugel in Kombination mit den Wu-Stab nochmal mehr Zähigkeit zu holen. Jetzt wird es natürlich einige geben, die den Stab vielleicht nicht haben. Ihr solltet die Explosion aber trotzdem mitnehmen. Könntet ihr euch dann überlegen, vielleicht hier alternativen Funkenstab anzulegen oder ansonsten irgendeine andere relativ gut gerollte Waffe. Aber wenn das so weit geht, könnte es vielleicht sogar der Fall sein, dass ihr auch hier die Offhand tauschen müsst. Ich habe mich natürlich ein bisschen erkundigt und da muss ich auch mal, also für die Leute, die ihn kennen, das war von Raiko dieser Bild, also der hat mich hier auf die Idee gebracht, beziehungsweise hat er es auch selbst so gespielt mit Mantel des Kanalisieren in Kombination mit der Offhand. Da wäre ich selbst wahrscheinlich nicht so schnell drauf gekommen. Die Kombination ist natürlich perfekt, denn wenn ihr hier castet, seht ihr, die Zähigkeit geht hoch, ihr macht mehr Damage und die Meteore spawnen. Also diese Konstellation mit Schulter, Offhand, also die Quelle praktisch mit diesen Talenten, das ist einfach der Wahnsinn. Wenn ihr da die Boots noch dabei habt, das macht mehr oder weniger den Rift-Schaden durch eure Kuppel gestellt und fertig. Hier ist dann der Zauberstab, dient dann einfach noch zur sehr guten Abgrenzung bzw. zum Abrunden. Es würde aber meiner Meinung nach auch sicherlich gehen, wenn ihr den Stab wirklich nicht habt, dass ihr vielleicht hier einfach den Funkenstab reingebt und dafür dann die Explosion rausnehmt und natürlich eine Hydran rein, die Mammut-Hydra, ihr wisst ja, durch den Stab habt ihr die Möglichkeit, zwei Hydras zu setzen, das heißt also, dann wären die Hydras immer bei euch dabei, würden Damage machen und parallel dazu wird es hier dann knallen. Aber dann habt ihr natürlich ein bisschen weniger Zähigkeit, sollte aber für den 45er Rift trotzdem noch ganz einfach funktionieren. Also soweit mal zu den Items, hier ist immer wieder, es gibt eine sehr hohe Variation der Items. Wenn ihr einen guten Tipp habt, wenn ihr den 45er schon gespielt habt mit dem Zauberer, schreibt es einfach bitte in die Kommentare. Helft euren Mitspielern, dass sie diesen 45er schaffen für die Season-Reise. Wir schauen nochmal kurz auf die Talente. Wie schon gesagt, Zeit verlangsamen. Hier ist egal, welche Rune wir nehmen. Es sind eh alle aktiv. Teleportation, ganz klare Sache. Hier eben die Hydra oder wenn ihr den Explosionsstab habt, natürlich die Explosion, abhängig davon, was ihr habt, welches Gear habt. Arkanflut habt ihr schon gesehen, das war eben der Spell kombiniert mit dem Schultern und der Quelle. Hier vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, warum droppt hier der Arkanpool nicht nach unten, und zwar wegen dem Gürtel. Also wenn ihr das so spielt, solltet ihr auf jeden Fall den Gürtel haben. Hier meiner ist nicht so bad gerollt. Den solltet ihr auf jeden Fall haben, denn es reduziert die Arkankosten für eben Arkanflut, Froststahl und Desintegration. Also wir sparen uns hier 65% der Kosten ein und deswegen können wir das auch im Wolf ganz entspannt durchkanalisieren. Wie ihr seht, also es sind schon drei Items, beziehungsweise schon ein paar mehr. Also ihr braucht die Schultern, den Gürtel, muss jetzt natürlich nicht uralt gerollt sein, es geht nur darum, dass ihr günstiger casten könnt, die Quelle und natürlich die Boots sowie den Kopf, also das sind immer so die elementaren Kerne des Builds, damit ihr eben Zähigkeit habt, damit die Rune freigeschaltet sind und damit der Damage in dem Build selbst kommt. Eisrüstung mit Kristallisieren hatten wir schon und Meteorschauer. Ihr könnt hier natürlich auch den geschmolzenen Einschlag geben. Nehmen, sage ich jetzt mal, dann habt ihr eben den Vorteil, es würde dann praktisch nur ein riesiger Meteor entstehen. Und der dafür mehr Damage machen, aber es hat sich eben gezeigt, dadurch, die Meteore machen nicht so schlecht Schaden, also für den 45er Rift ist es besser, wenn ihr hier ein bisschen auf Meteorschauer geht. Ich habe beides probiert und Meteorschauer, da fahrt ihr einfach ein bisschen besser. Ansonsten hier standhafter Wille, Verwegenheit sollte soweit klar sein, Illusionist und hier instabile Anomalie, falls ihr wirklich sterben solltet. Das Naptalent könnt ihr aber in der Regel rausnehmen und dafür vielleicht irgendwas anderes rein, was eben für euch wichtig wäre. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen und Glaskanone mitnehmen. Denn wie ihr seht, haben wir hier immer noch 100 Millionen Zähigkeit. Wenn wir in der Kuppel stehen, haben wir auch immer noch Zähigkeit. Also wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, das mitzunehmen. Wenn euch wirklich Damage fehlen sollte und ihr es in der Zeit nicht schafft, nehmt das einfach mit. Und ansonsten habt ihr natürlich immer wieder die Möglichkeit, einfach die Frage zu stellen, wenn es hier irgendwelche Probleme gibt. Fragt einfach. Könnt auch gerne bei meinem Stream vorbeischauen. Ich blende es euch mal ein. Jesse Rocks. Dort könnt ihr natürlich auch Fragen stellen und dann schafft ihr ganz garantiert oder mit ziemlicher Sicherheit die Season-Reise, schließt den Eroberer ab und bekommt eure Bonus-Truhe, die ihr euch somit auch hart verdient habt. So Freunde, das war's jetzt.
Soweit mal von Zauberer. Wir haben jetzt Zauberer und Dämonenjäger und jetzt werde ich mich dann mal an die anderen Klassen machen, damit hier jeder durch seinen 45er-Wurf kommt. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.